Sieben Spieler wählen nur sieben Items, mit denen sie eine Stunde ausgesetzt in der Wildnis überleben müssen. Sollten sie jedoch an einen anderen Spieler, wilden Dinos oder an was auch immer sterben sollen, sind sie raus. Der Dragonfire versucht, Strichi einzucagen. Doch das ist nicht alles. Sollten sie diese Stunde überleben, treten sie mit allem, was sie in dieser Stunde erreicht haben, gegen die anderen Kandidaten in einen Last-Man-Standing-Kampf an. Von sieben Spielern wird nur einer am Ende leben und einen fetten Preis mit nach Hause nehmen. Und du lässt jetzt sieben Likes da. Nicht weniger. Wir haben sieben Kandidaten, die sich gerade Gedanken darüber machen, welche sieben Items sie gleich mitnehmen werden, um eine ganze Stunde lang zu überleben. Es wird nur einen einzigen Gewinner geben, aber der Preis, den sie gewinnen, ist tatsächlich der größte Preis, den es bis jetzt einfach gab in der Geschichte von Mr. ArcBeast. Und ob ihr es glaubt oder nicht, diesen Preis habt ihr gerade vor Augen. Genau vor mir. Und das ist der Preis. Das Fifine K658. Ein dynamisches Mikrofon, was um einiges robuster ist als ein Kondensatormikrofon. Der sollte den einen oder anderen Sturz überleben, wenn du ihn fallen lässt. Es nimmt weniger Hintergrundgeräusche auf, wie Tastatur, Maus oder in meinem Fall eine laute Gamer-Freundin, die neben mir sitzt. Perfekt für mich, Streamer oder Gamer. Und ich muss, glaube ich, nicht erwähnen, wie sexy diese AGB-Lichtermikrofone aussehen. Und für euch, die gerade zuschauen, habe ich einen 25€ Rabatt. Mit dem Code FiveFineMiki, alles klein geschrieben. Der Link ist in der Beschreibung, der Code auch. Aber macht schnell, denn der Rabattcode ist nur bis zum 31. März gültig. Also haut in die Tasten. Wir teleportieren gleich alle Spieler hier rüber und schauen, welche Items sie sich ausgesucht haben. Aber Dankeschön an FiveFine fürs Sponsoren dieses Videos und für diese super Möglichkeit, an der Community ein richtig nices Mikrofon zu schenken. Ich ziehe mich kurz aus, weil es ist heiß. Und das wird spannend. Die Spieler haben sich also alle einmal vorgestellt mit ihren Items, die sie gewählt haben und warum sie diese natürlich gewählt haben. Also, mein Name ist Musa. Ich habe eine Netgun geholt, weil sie cool aussieht und weil ich Leute damit netten möchte. Und ich habe mir Parachute auch geholt, falls ich abhauen möchte oder irgendwo runterfallen. Ein bisschen Flakrüstung geholt, damit ich nicht direkt sterbe. Mein Name ist Michael Panther. Das Schild habe ich mir gedacht, falls kleine Viecher kommen wie Truden, damit ich gegen die beschütze. Bin. Die Harpune, daher für das PvP gedacht, da muss ich mir die jetzt nicht mal craften. Ja, und halt die normale Flakrüstung, damit ich jetzt schon mal was habe, damit ich nicht sofort sterbe. Die Armbrust, damit ich es auch nicht nochmal nachcraften muss, dann kann ich mir einfach Narkosemittel craften. Pfeile und zack, kann ich dann größere Tames tamen. Trap. Ich habe die Harpunen gern mit Netz produzieren, damit ich Sachen zähmen kann. Taucherausrüstung, dass wenn ich in Gefahr bin, einfach ein Itchy zähmen kann und weggehen kann. Riot Shield für einen Fight und ein Flamethrower, weil er hier ist. Ich bin das Trishy. Ich habe einmal eine Netgun genommen, wenn jemand ein Tame hat, dass ich das Tame netten kann und den Player auch. Die Axt habe ich genommen, falls ich genettet werde. Die Flinte habe ich für den Fernkampf genommen, weil ich mich defensiv aufhalten möchte. Die Flak ist verständlich. Dann habe ich 20 Schuss für die Flinte genommen und 20 Netgun Bullets. Mein Ingame-Name ist Say, Flakbrustpanzer, ein Riot Shield zur Verteidigung, Ulas. Fackel, damit ich sehen kann. Peter, ich habe die Rüstung genommen, weil die gibt mir guten Schutz und Flamethrower, weil es eigentlich stark ist. Verständlich. Ich verstehe noch nicht, warum das mit dem Schwert, Tech-Schwert, ne? Jemand hat leider kein Mikrofon, aber vielleicht, wenn er gewinnt, gewinnt er ein Mikrofon und freut sich. Ich erkläre einmal kurz die Regeln, dann kann es gleich sofort anfangen. Ich teleportiere jeden von euch in einen Bereich hin. In dem Bereich, ihr könnt euch auch von dem Bereich entfernen. Ihr dürft halt nur nicht in eure Base rein. Ihr dürft nicht Hilfe von anderen Spielern annehmen. Ihr müsst aufpassen auf die anderen Spielern, die auf dem Server sind, weil die könnten euch angreifen. Wenn ihr sterben solltet, sei es wegen Missgeschick oder ein Bug in Ark, dann seid ihr raus. Ihr müsst also überleben innerhalb dieser ganzen Stunde. Wer dann am Ende übrig bleibt, wird nochmal hierhin teleportiert und die Überlebenden werden dann gegeneinander antreten mit alles, was sie in der Zeit erfarmt haben. Falls ihr irgendwas zähmen solltet, könnt ihr mit dem, was ihr gezähmt habt, dann hier fighten. Wir kommen noch alle ins Video, oder? Ja. Viel Glück an alle. Ich liebe deine Haare, Mickey. Danke, meine Haare lieben dich auch. Alle wurden an ihre Locations teleportiert. Nun heißt es, eine ganze Stunde lang überleben. Komme, was wolle. Die Zeit läuft, jeder wurde jetzt teleportiert, jeder hat genau eine Stunde Zeit, um sich komplett aufzubauen und gleich gegeneinander zu fighten. Was die Spieler machen werden, wer überleben wird oder ob überhaupt wer überleben wird und wie sich die Person freuen wird, wenn sie gewinnt, sehen wir dann alles im Verlauf des Videos. It's a Trap ist unser Spieler Nummer 6 und er geht natürlich erstmal ein bisschen Holzfarm. Hat sich schon mal eine Spitzhacke und alles gemacht, kleinen Schild. Panther ist unser Spieler Nummer 5 und er hat bereits in dieser ganz kurzen Zeit, es sind gerade
gerade ein paar Minuten vergangen. Innerhalb 2 Minuten hat er es geschafft, das alles schon auf die Beine zu stellen. Respekt daran. Ein Crafting-Table, ein Ofen. Strichi ist der Spieler Nummer 1, den wir gerade hier haben. Und er ist auch innerhalb der ersten paar Minuten schon bereits mit einer Foundation seinen Ofen hingestellt. Und ich glaube, er hat vor, wahrscheinlich gleich ein bisschen Metall zu schmelzen. Und so viel Charcoal wahrscheinlich wie möglich zu kriegen, damit er sich auch Gunpowder machen kann und Munition. Say ist unser kleiner Nakidal, unser Spieler Nummer 3. Momentan ganz alleine, noch nicht ganz so viel Fortschritt, nimmt sich, glaube ich, ein bisschen Zeit. Er geht eher für Thatch Foundations, was eigentlich an sich ressourcensparend ist. Aber anders als die anderen hat er keine Rüstung an. Nicht meine Hose hat er, sein Dödel lümmelt einfach da so hin und her. Und Helena hat einen Kommentar dazu abgegeben. Peter hat sich eine kleine Stroh-Foundation gemacht. Nicht nur Foundation, sondern eine komplett gesamte Hütte. Er ist unser Spieler Nummer 4 und ich glaube, er befindet sich tatsächlich in der Nähe von einem weiteren Spieler. Kann das sein? Da hinten ist jemand ausgenockt. Er ist auf der Jagd, wahrscheinlich für ein bisschen Fleisch und ein bisschen Leder, damit er sich vorbereiten kann. Und unser letzter Spieler, Musa, unser Spieler Nummer 2, der bereits mit einem Pete einfach auf Dropsuche ist. Er geht aufs volle Ganze. Er bereitet sich nicht vor, indem er sich aufbaut. Er geht einfach Drops hunten und guckt, ob er dort vielleicht einfach nice BPs oder vielleicht sogar Waffen wäre, glaube ich, in dem Fall besser. Weil, wie wir wissen, haben die Spieler nur eine Stunde Zeit und mittlerweile sind schon über 7 Minuten vergangen. Von den Fortschritten in den ersten paar Minuten sind auf jeden Fall bis jetzt die Favoriten Musa mit seinem Pete, der schon auf Jobsuche ist, und der Panther. Aber das Problem ist, jederzeit kann irgendein anderer Spieler auf dem Server interferieren und einer von den Kandidaten töten. Die Spieler laufen also nicht nur die Gefahr, dass sie von irgendwen getötet werden können, sondern sind auch noch unter Zeit und wissen, dass sie gleich spätestens in 50 Minuten um Leben oder Tod gegeneinander kämpfen werden. Mittlerweile ist aber It's a Trap auch schon dabei, einen Pete zu zähmen. Keinen besonders hohen Pete, der ist Level 45, aber Pete haben oder nicht haben. Unser Stone hat bereits schon Paare gezähmt. Ich weiß nicht ganz wofür, wahrscheinlich zum Bärenfarmen, Narcotics, irgendwie sowas kann ich mir vorstellen. Aber er ist der Einzige, der tatsächlich gar kein Mikrofon hat. Und er ist auch der, der vom Level her am niedrigsten ist. Aber wenn er das tatsächlich reißen könnte, kann er sich über ein neues Mikrofon freuen. Bei Panther sehe ich momentan keine weiteren Fortschritte seit den letzten 10 Minuten gefühlt. Scheint auch so, als wäre gar keiner in der Nähe bei ihm. Peter sammelt, glaube ich, Chitin. Ich schätze mal, das bedeutet, dass er sich wahrscheinlich auch ein Pete oder sowas zähmen wird, indem er dann auch einen Sattel braucht. Momentan befinden sich keine Spieler in seiner Nähe, aber ein dicker Nebel trifft auf. Strichi fightet gerade gegen irgendeinen Random-Typ, Dragonfire. Ich weiß nicht, ob er es überleben wird, aber momentan sieht es eigentlich gut für ihn aus. Er hat ihn sogar gebolert. Er schießt mit Narcotic-Pfeilen drauf. Er hat ihn einfach eingeschläfert. Und er tötet ihn jetzt auch. Oh. Strichi, sei vorsichtig. Oh mein Gott, Strichi ist überladen. Da hat er Glück gehabt, aber der Spieler ist noch nicht tot. Er ist nur ausgenockt. Was ist das, wenn er aufsteht? Okay, das war's. Er hat ihn getötet. Well played von Strichi. Die erste Action-Szene hier. PvP gegen irgendeinen random Spieler, den er getroffen hat. Und er hat es tatsächlich geschafft. Und ich frage mich, was er ihn alles abziehen konnte. Scheint aber nicht so, als wäre noch ein weiterer Spieler hier in der Nähe von Strichi. Aber der Nebel wird immer dicker. Bei Say bin ich mir tatsächlich gerade noch nicht sicher, ob er wirklich Fortschritte macht oder nicht. Er scheint gar keine Rüstung zu tragen. Er chillt einfach nur sein Leben irgendwo am Strand. Er läuft einfach nur random durch den Wald. Alles benebelt. Man könnte jederzeit auf einen Spieler eintreffen, aber momentan schaut es nicht aus, als wären Spieler bei ihnen in der Nähe. Glück gehabt. Eine Viertelstunde ist vergangen und ich glaube, Stone zähmt sich jetzt seinen ersten Pete. Vielleicht auch doch nicht, hat sich umentschieden. Ich glaube, der Pete ist ihm wohl zu low level. Was macht der hier, der Musa? Musa scheint entweder AFK zu sein oder er liegt hier auf der Lauer. Denn das ist nicht sein Tribe, die Foundations. Er wartet, er ist auf der Lauer, aber auf wen? Wartet er, dass hier ein anderer Spieler kommt? Sein Pete hat er hier ein bisschen weiter weg versteckt und das scheint so, als wäre wirklich kein weiterer Spieler hier auf der Insel. Er ist der Einzige hier. Aber dennoch denkt er, er sei auf der Lauer. Dabei wurde die Base doch geradet. Er verschwendet hier sehr, sehr wertvolle Zeit. Denn mittlerweile sind schon 20 Minuten vergangen. It's a Trap scheint ein bisschen Matten zu holen. Aber für was? Was hat er vor, sich zu zähmen? Er will sich doch irgendetwas Großes zähmen. Panther ist in der Nähe von einem anderen Spieler. Da war doch wer. Ist hier ein Spieler? Aber ausgelockt. Wo will er hin? Was hat er vor? Peter versteckt sich weiterhin hier im Wald. Hier ist jedoch jemand einfach im Wasser ausgelockt. Es ist einfach ein Mewing namens Katze. Sehr in der Nähe von ihnen. Es würde tatsächlich sehr interessant sein, wenn er ihn finden würde,
ihn töten würde und da drin tatsächlich Material sein könnte, die ihn den Krieg für sich entscheiden lassen, sag ich jetzt mal so. Strechi baut sich hier langsam auch etwas auf und farmt. Seinen ersten Kampf hat er hier hinter sich und hier hinten befinden sich, das ist tatsächlich sein Para. Den hat Strechi gezähmt. Und hier ist eine kleine Base, noch verschlossen, genau vor seinen Para. Ich schätze mal, er hat die Base gefunden und er will sie gleich aufkloppen. Oh ja, das wird spannend. Aber er geht weg. Er hat also doch nicht vor, den Spieler da zu raiden. Zumindest noch nicht. Aber hier unten ist noch ein Spieler. Dragonfire. Er hat ihn gesehen. Oh mein Gott. Es wird vielleicht zum zweiten Kampf von Strichi. Ja, Dragonfire kommt auf ihn zugelaufen. Jetzt könnte es interessant werden. Er hat ihn getroffen. Der Dragonfire versucht, Strichi einzucagen. Oh, bleib auf Distanz, Strichi. Das könnte nicht gut für dich ausgehen. Er hat ihn. Es sind 26 Minuten vergangen und mittlerweile hat Strichi schon zweimal um sein Leben kämpfen müssen, aber beide Male gemeistert. Vielleicht ist ja doch Strichi unser Favorit hier. Say läuft weiterhin, glaube ich, immer noch im gleichen Gebiet rum. Er hat sich nicht wirklich viel entfernt von dem Platz. Er legt sich gerade mit einem Stego an. Vielleicht ist das nicht gerade so eine gute Idee. Es sieht nicht so aus, als hätte es so eine gute Rüstung. Scheint aber doch ganz gut zu laufen für ihn. Die Frage ist, warum will er sich einen Stego zähmen? Aber er hat ihn down. Da ist doch endlich mal ein Pete, den sich Stone zähmen will. Was ist er für ein Level? 85. Des Weiteren gibt's nur ihn und sein Para, Level 35. Eine halbe Stunde ist vergangen und Musa ist immer noch am gleichen Punkt, wo er vorhin war. Ist er wirklich einfach AFK gegangen? Oder chillt er jetzt tatsächlich einfach so lange hier, bis jemand kommt und in diese Base reingeht? Weil er bewegt sich, er dreht sich, er ist nicht am Schlafen, er ist da. Er hat sich aktiv entschieden, einfach sich dort zu verstecken. Vielleicht wartet er einfach nur auf den Kampf ab und will mit dem kämpfen, was er jetzt hat und nicht mit dem, was er noch kriegen könnte. Währenddessen It's a Trap hier übelst den Vorsprung hat. Er hat einen Pete und der geht von Drop zu Drop. Panther hat mittlerweile einen Pete und er ist jetzt auch auf dem Weg, irgendwas zu holen. Er fliegt aber nicht in Richtung Drops. Ist auf der Suche nach irgendetwas Bestimmten, irgendein Material. Vielleicht ist er sogar auf der Jagd nach Spielern, um einfach noch ein paar Kids zu sammeln für den Kampf. Egal wie sehr ich hin und her switche, immer wenn ich zurück zu Strichi switche, kämpft er gegen irgendjemand oder gegen irgendetwas. Jetzt ist es ein Mikoraptor. Ich kann es nicht ganz erkennen, aber sieht aus, als hätte Say bis jetzt auch noch keine Rüstung. Das ist der einzige Fortschritt, den er bis jetzt gemacht hat. Er macht sich Narkotics. Ich glaube, das ist seine Taktik. Er will einfach mit irgendwelchen Tames dann antreten. It's a Trap ist im Schneebiom. Hier sollte es ihn nur ziemlich kalt sein. Die Frage ist, wofür kommt er hierher? Was bringt ihn zum Schneebiom? Was ist das Interessante hier? Es sieht wirklich so aus. Ich glaube, unser Michael Panther ist raus. Der Panther ist raus. Er hat keine Rüstung. Er ist anscheinend gerade wirklich gestorben. Ich hätte fast zwei Terrazinos getamed. Das Problem war, der eine ist aufgestanden. Ich muss dann abhauen und dann kamen dann am Strand irgendwann zwei Raptoren und ich bin halt zwischen denen festgebackt. Und das Problem halt, die haben mich so festgebackt, als hätten die mich Sandwich genommen und ich konnte nicht mehr abhauen. Oh, schade. 19 Minuten sind verbleibend und es sind nur noch 6 Kandidaten. Strichi geht's noch gut, er ist anscheinend auf Farmtour. Es bleibt ihnen aber nur noch 16 Minuten Zeit, um auch tatsächlich irgendetwas zu farmen. Und er hat einen Level 200er Raptor, aber momentan noch keinen Sattel. Say hat mittlerweile auch endlich mal einen Ofen und eine Crafting Table, aber nur ein Level 31er Stego. Mit Sattel zumindest. Das wird wohl sein Kampfgefährte sein. Stone lebt auch noch, aber sein Pete braucht immens lange Zeit. Aber auf 95%. Die Sache ist, dass er in der ganzen Zwischenzeit einfach nichts anderes gemacht hat, glaube ich, außer vielleicht ein bisschen hier zu farmen. Aber es sieht nicht wirklich danach aus. Ich denke, er wird einfach mit Narcotics fighten. Und mit seinem Pete. Vielleicht aber auch mit einem Triceratops, mit dem er sich gerade anlegt. Lass dich nicht erwischen, Stone. Auf freiem Feld gegen Triceratops, wenn du nicht so schnell bist, ist vielleicht keine so gute Idee. Sein Pete ist fertig geworden und er musste ihn wohl gerade benennen. Das Problem ist, dass sein Pete nicht auf Passiv ist. Aber hat ihn. Hat ihn genockt, pfeift alles auf Passiv und der Triceratops ist fast gestorben. Oh, jetzt ist er gestorben. Er hat zwar 50.000 Mal gepfiffen, aber der Pete wollte nicht hören. Und Musa wird wahrscheinlich immer noch am gleichen Ort chillen. Ah, ja, ich wusste es. So überlebt er zwar, aber ob er dann auch den Kampf gewinnt? Die letzten 10 Minuten und Peter läuft am Strand entlang. Geradeaus in Richtung Alpha Raptor. Aber er scheint auch mit anderen Raptoren ein bisschen Probleme zu haben. Tatsächlich ist er auch ein anderer Spieler. Er will sich den Raptor zähmen. Und was ist mit dem hier? Oh oh. Das war daneben. Oh mein Gott, da hast du ein bisschen echt lang gebraucht. Du nutzt jetzt schon den Flammenwerfer, Peter? Du hast nicht viel Munition, verbrauchst sie nicht jetzt sofort alles. Vielleicht ein bisschen Overkill, aber PvP-Action. Der Morgen bricht an und die letzten paar Minuten werden gefightet. Was genau Stone vorhabt, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, er schaut sich den Triceratops dort an. Kann das sein?
Er versucht's tatsächlich. Es könnte sogar sein, dass er bei dem Versuch ihn zu zähmen sogar noch stirbt. Da oben ist nämlich ein fucking Giga. Währenddessen er hier von diesem Triceratops schon gerade aufs Maul kriegt, ist hier oben ein Giga. Stone, ich wäre echt vorsichtig an deiner Stelle. Ich glaube, er hat gemerkt, dass er es nicht schafft, ihn zu zähmen und dass er sterben würde. Deswegen hat er gerade alle auf aggressiv gepfiffen. Kein Triceratops für dich, aber dafür bist du noch nicht gestorben und du musst noch 5 Minuten überleben. Ich wette ein Holy darauf, dass Musa immer noch im gleichen Ort chillt. Wer hätte es gedacht? It's a trap, craftet wohl die letzten paar Sachen durch. Viel Zeit bleibt ihm nicht. Peter hat seinen Raptor gezähmt. Nur noch ein paar wilde Dinos, mit denen er seinen Raptor leveln kann. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich seine Idee dahinter. Nicht mal mehr 2 Minuten. Die Zeit ist abgelaufen und nun treten jetzt alle 6 Spieler gegeneinander an. Dennoch findet jetzt und hier das Finale statt. 6 Spieler. Free for all. Last man standing. Ein Sieger, ein Preis. Jetzt fängt's an. Hier vorne wird sofort gebettelt. Das ist das Finale. Die letzten 6 Überlebenden kämpfen gegeneinander. Und ich glaube, wir haben tatsächlich einen großen Favoriten, einen Mana-Player. Die anderen scheinen sich mehr oder weniger zu verstecken. Der Mana-Spieler sucht auf jeden Fall. Den tracken wir hier so ein bisschen noch hinterher. Mana gegen Pete, das ist schon echt, echt. Der ist ein Mana-Player, das ist absolut unfair. Alle hatten die gleichen Chancen. Er hat den Safe nicht getankt. Aber mein Mana funktioniert nicht. Die anderen Spieler haben vielleicht noch Glück, wenn die schaffen, ihn vielleicht ein bisschen wegzupicken. Hier versteckt sich Peter, er hat Angst vor dem Mana und zu Recht. Hier oben fighten andere 2, er versucht ihn von dem Stego runter zu grabben. Er versucht ihn mit der Peitsche einfach runter zu rippen. Musa, mit deinem Netgun. Er wird ihn einfach vom Stege runter netten, oder? Scheint spannend zu sein. Peter ist hier unten und versteckt sich einfach mit seinem Raptor. Er kommt, um Say zu holen. Spinnt einmal durch. Die Frage ist, wo ist unser Mana-Player? Hier unten. Hier wird gerade heftig gefightet. Das war's mit Stone. Stone ist tot. Say gegen Musa. Oh mein Gott. Musa ist eigentlich im Vorteil. Say ist nackt. Aber er parachutet weg. Er parachutet einfach wirklich weg. Währenddessen versteckt sich Peter die ganze Zeit hier. Fast alle haben Pete oder hier ist ein Stego. Der Mana-Spieler sucht, aber findet nur die Tames von ein paar. Er weiß nicht, wo er suchen soll. Oh, da ist Stitchy. Hat er ihn gesehen? Er hat ihn gesehen. Ey, nein, bitte, ich hab nie... Oh, Stitchy, es tut mir so leid. Du hast dich so gut geschlagen. Du hast gegen 2 Leute gefeiert. Ich wurde nur in Ruhe alleine. Er hat ihn genettet. Oh, mit der Axt kann er sich aber so easy schnell befreien. Aber das hat ihm vielleicht ein bisschen Zeit verschafft, um zu verschwinden. Nein, er hat ihn gesehen. Hat er nicht? Ich glaube, er hat Stitchy aus den Augen verloren. Er hat ihn nicht gesehen, Alter. Er sucht mit dem Mana. Das ist echt gemein hier. Während einer solche Fortschritte gemacht hat, dass er tatsächlich einen Mana gezähmt hat, sind die anderen versteckt. In Angst. Jeder einzelne von ihnen. Außer Say. Er läuft auf seinen Stego hier einfach rum, als wäre es nichts. Oh mein Gott, er ist praktisch über ihn. Oh mein Gott, Stitchy... Er sieht ihn nicht. Er hat sich einfach im Bett versteckt. Oh mein Gott, du bist so eine Legende. Wenn du hier weiter schwimmen solltest, er kommt ja zu Peter. Sieht er ihn? Er ist direkt an ihm vorbei. Er hat ihn nicht gesehen. Leute, jeder hatte genau die gleichen Chancen hier irgendwie zu gewinnen. Aber der Kampf, der am Ende stattfindet, ist tatsächlich sowas von unfair. Es hatten zwar alle die gleichen Chancen, aber einer hat es viel mehr ausgenutzt als die anderen. Peter versucht an den Rand der Insel einfach entlang zu schwimmen und hofft, dass er nicht gefunden wird. Oh, die 2 fighten jetzt hier. Oh mein Gott. Musa hat zwar den Stego von Say genetgunnt, aber dafür hat Say dann ihn getötet. Dafür ist der Stego gleich weg, denn er wurde jetzt gefunden von den Mana-Spieler. It's a trap. Die Frage ist, Say, schaffst du es? Ich weiß, du hast Netguns. Du könntest es schaffen, vielleicht den Mana-Spieler und seinen Mana zusammen zu netgunnen. Er hat ihn gefunden. Mana gegen Spieler. Was für ein mieser Kampf. Aber er hat ihn genetgunnt. Komm, du könntest es schaffen. Und gleich nochmal. Er versucht ihn runterzupeitschen. Der Stego ist jetzt auch wieder frei, aber ich glaube, das war's. Die Rüstung. Say hat noch Rüstung. Oh mein Gott, er hat eine Rüstung geswitcht. Und er hat sich Medical Bruises gemacht. Stego gegen Mana, während sich alle anderen verstecken. Jetzt wird hier aber geröstet. Das war's, der letzte Ausweg. Ich glaube, das war's für Say. Wenn du es jetzt nicht irgendwie schaffst, noch davon zu kommen.
Say ist raus. Peter läuft hier irgendwie rum, noch versteckt. Was ist mit Stitchy? Hat er sich immer noch da hinten versteckt? Ja, machen wir es spannender. Alle müssen aus ihren Verstecken raus. Frage ist, Stitchy immer noch in seinem Versteck? Nein, er respektiert es. Er läuft raus. Stitchy ist eine Legende. Auch wenn er diesen Kampf vielleicht nicht gewinnt, ist er für mich Gewinner der Herzen hier. Er hat schon 2 Kämpfe überstanden und hat überlebt. Er hat sich so fucking genius-mäßig vor dem Mana-Spieler in einem Bett drin versteckt. Stone ist raus. Musa ist raus. Say ist raus. Es gibt nur noch Peter, Stitchy und It's a Trap. Die zwei werden gleich aufeinandertreffen. Stitchy hat ihn, glaube ich, gesehen. Jetzt könnte es sein, dass der Mana-Spieler ihn sieht. Er hat ihn gesehen. Er hat Peter gefunden. Da bringt dir das Wasser gerade auch nicht. Du bist gerade übel zum Nachteil, Peter. Die Netgun muss raus. Die Netgun muss raus. Ja, das soll man machen. Stitchy kommt langsam auch. Ich glaube, er sieht im Fight. Es sind alle drei praktisch nebeneinander. Ist er vielleicht angehittet? Kann es sein? Ich bin ein richtiger Mann. Ich kämpfe ohne Dinos. Haha, Peter, Alter. Na komm, blitze ich ihn. Ja, psch. Oh, die beiden tun sich zusammen. Zwei Fremde, die sich gar nicht kennen, die eigentlich gegeneinander antreten, verbünden sich gegen diesen oberkrasser Gegner, der einfach mit dem Mana hier hin und her springt. Zwei Fußsoldaten gegen eine so krasse Übermacht. Du kannst nichts, Digga. Du bist nur mit deinem Mana, Digga. Ja, ich hab ihn auch gesehen. Warum soll ich ihn nicht nutzen? Shots feiert. Hier wird provoziert. Und da kommt er wieder. Das ist wie ein Bossfight. Stitchy kommt gar nicht dazu, irgendwie zu helfen. Peter kriegt die ganze Zeit ständig Dashes und Dashes auf seinen Kopf. Stitchy, du hattest so lange die Chance, ihn gerade zu netten. Ja, gut gespielt. Ich meine nicht gut gespielt. Das war's. Es ist nur noch Stitchy. Oh mein Gott, die sind beide im Wasser. Was ist das? Guckt euch das an. Guckt euch das an. Die sind beide einfach nebeneinander. Ey, Digga, komm, gib mir eine Chance, Junge. Digga, gib mir eine Chance. Wahrscheinlich. Es ist so unfair. Was ist unfair? Nimm mir einen Grund, Junge, unfair ist. Mein ganzes Leben ist unfair. Oh, die beefen sich. Wahrscheinlich. Du bist ein Mann. Und das war's. Der letzte Hit. Stitchy ist tot. Der einzige Überlebender ist It's a Trap. Es war tatsächlich echt spannend. Was du gewonnen hast, ist das Mikrofon, was ich gerade nutze. Nice. Es ist ein Fifine K658. Das ist ein dynamisches Mikrofon. Das kostet eigentlich 125 Euro. Und das ist der Preis, den du heute gewonnen hast. Hast du noch irgendwas zu sagen für deinen Sieg? Faxe Premium. Die, sag ich mal, die Alphas, Anführungsstrichen. Die müssen ihre Base-Location legen, weil dann werden die komplett online-rated. Wir müssen die wegmachen. Das ist unser einziges Ziel auf dem Server noch. Interessant, gut zu wissen. Der Gewinner von 7 vs. Ark war It's a Trap. Hat ein wunderbares Mikrofon bekommen, was ihr natürlich auch in der Beschreibung findet. Vielen Dank nochmal an Fifan für das Sponsern und für das Bereitstellen des Mikrofons auch für die Community. Und falls euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht auf den Server drauf joinen wollt, ist die IP für den Server unten in der Beschreibung. Falls du Steam-User bist, kannst du auf den Server drauf joinen. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Ich bin euer Mickey and I'm leaving. The neighbors complain about the noises above.